Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Road to Glove Unboxings, Episode 17 ist das jetzt. Und es gibt dann nachher noch ein Giveaway für monatliches Giveaway im März. Und es sind dreimal eine M41S Mecha Industries. Aber dazu kommen wir dann am Schluss des Videos. Zuerst hebeln wir mal die Kisten auf. Ich habe hier wieder 10 Klatschkisten. Und letzte... Oh, da ging... Okay, zweimal die M4. Nice. Irgendwie ladet da gerade nichts. Was ist hier? In der letzten Folge habe ich sogar einen Pink Skin gezogen. Ich hoffe, dass es heute sogar noch mehr wird. Und ja. Sieht dabei nicht so aus. Ich bin jetzt dann auch noch ein Video vorproduzieren für die nächste Woche, weil ich werde es mir jetzt angewöhnen, dass ich jetzt am Samstag immer wieder Videos vorproduziere, weil ich ja unter der Woche nicht mehr dazu komme. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich nur noch ein Video mache, beziehungsweise ein Video habe ich jetzt noch auf Lager, das wäre ein Fortnite-Video. Aber das lasse ich mal auf Reserve, falls ich keine Zeit mehr finden sollte, ein Matchmaking-Highlight-Video zu machen. Oder ein anderes Video, weil ich habe noch ein anderes Video geplant. Nur dazu sage ich mal noch nichts, weil ich noch nicht weiß, ob ich das machen werde oder nicht. Und ich hätte jetzt dann gern mal die Gloves, weil das wäre schon 17. Folge. Nach dem Video hätte ich 170 Kisten aufgehebelt ohne einen Rare Special Item. In dem Fall die Handschuhe. Bin mir auch nicht mal sicher, ob ich einen Red Skin gezogen habe. Weiß ich nicht mehr. Pink Skins auf jeden Fall, hatte ich hier letzte Woche erst, beziehungsweise Dienstag kam die letzte Folge, da hatte ich ja die USPS gezogen. Was noch für 15 Euro weggeht. Aber auch das einzige, nice. Die Glock, wenn es der Trick auch noch was wert, glaube ich. Kommt dann halt auf die Condition an, aber das ist nichts. Das ist gar nichts. Da muss ja was kommen. Es gibt Leute, die ziehen da so nice Shit aus dieser Kiste. Ich bin's nicht. Wenigstens die AWP wäre schon sick. Wobei ich glaube, die habe ich auch irgendwann mal gezogen. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. So, die letzte Kiste. Komm schon, geh, ne? Du fuckst mich in letzter... Aha, MP7 wäre auch schon krass gewesen. Ey, es soll der Ranz. Okay, diese Episode war jetzt mal scheiße. Ach, die Kisten kosten ja momentan auch noch 60 Cent. Bei 10 Kisten sind das schon mal 6 Euro für die Kisten. Es tut weh. Aber egal, jetzt mal zu dem Giveaway. Ich habe hier 3 Stück von den M4. Alle 3 sind fieldtested. Da ist halt eine mit Stickern drauf, die anderen sind halt ohne Sticker. Und das sind die Preise für den Giveaway. Ich werde das so machen, so unter den Kommentaren, also einmal einen Kommentar unter dem Video und das Video positiv bewerten. Unter denen klatsche ich mal eine M4 raus. Und wird dann wieder zufällig zufällig ausgelost. Und die anderen zwei gehen raus über den Gleam-Link. Da werde ich dann in der Infobox auch den Gleam-Link dazu hauen. Und dazu könnt ihr dann, also über den Gleam-Link nehmt ihr dann bei dem Giveaway zu den anderen zwei M4s teil. So, dann war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Video, beziehungsweise was ich immer vergesse zu erwähnen, wie lange das Giveaway geht. Das dauert jetzt ein wenig länger. Das wird am 6., also bis 6. April habt ihr Zeit, um daran teilzunehmen. Und der 6. April ist ein Freitag, das ist ein Tag nach meinem Geburtstag. Deswegen lasse ich mir da jetzt länger Zeit, weil ich will das nach meinem Geburtstag aufheben. Aber ich weiß nicht, ob das Video dann am Freitag selber kommt oder am Samstag oder am Sonntag oder
Ich habe halt vor, dass es irgendwann in dem Wochenende kommt. So, dann war es mal. Glaube ich, habe es alles gesagt. Mit den Kisten hätte ich jetzt nicht Glück. Ich glaube, ich probiere nächstes Mal wieder die normalen Handschuhkisten. Aber mal gucken, wie dann der Preis ist bei der Klatschkiste. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Kisten ich aufhebeln soll. Entweder die Klatsch oder die normalen Handschuhe. Und ansonsten über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, auch wenn ihr nicht bei den Giveaways mitmacht. Über ein Abo auch, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann sage ich dann auch schon ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.